Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 19, dem Karrieremodus mit dem Hamburger SV und zusammen mit Jonas. Servus. Ja, 3 Wochen lang hatten wir tatsächlich keinen einzigen Aufnahmetermin. Das mag man sich kaum vorstellen. Tatsächlich, so lange ist das schon her. Die erste Woche musste ich absagen, weil mein Termin dazwischen gekommen ist. Die zweite Woche war ich krank. Die dritte Woche, jetzt hat es Jonas erwischt. Und jetzt in Woche Nummer 4. Aber tatsächlich, unsere letzte Aufnahmesession wohl ziemlich einen Monat jetzt her. Ja, Freunde, da können wir jetzt wieder loslegen. Zur Erinnerung der gesamten Situation. Wir befinden uns momentan an Spieltag 26, mitten im Meisterschaftskampf gegen die Bayern, wo die Bayern tatsächlich momentan führende Kraft sind gegen uns. Sie führen mit einem Punkt das Rennen an, also sehr, sehr knappe Geschichte. Und für uns geht es heute ran, ja, gegen einen etwas namhaften Gegner, nämlich den ja, SV Werder Bremen. Das brisante Nordderby, Freunde, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Nämlich in der spannendsten Phase der Saison gibt es nochmal ein spannendes Derby obendrauf. Ja, Jonas, was möchte man eigentlich mehr? Ja, ganz genau, ne? Bremen gegen Hamburg, ne? Das ist ja auch schon so ein legendäres Spiel eigentlich, ne? Ja, also gehört genauso in die Reihe rein, zusammen mit Schalke und Dortmund. Also das ist, und jetzt, wer weiß, vielleicht jetzt auch kommende Saison, ne? Geht's da los, Union Berlin, Hertha BSC, ja, ist auch noch so ein interessantes Ding. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, tatsächlich starten wir jetzt rein. Habt gesehen, aufstellungsmäßig kann ich zwar gleich in der Infografik nochmal drauf eingehen, aber ist heute tatsächlich A11 angesagt. Ansonsten sehe ich gerade, ich habe wahrscheinlich jetzt hier wieder, ja, ich habe den TF noch drinne. Fick, den kriege ich jetzt nicht mehr raus. Ja, egal, muss ich mich bemühen, dass ich den TF einfach nicht benutze. Ich hoffe, ihr lasst euch von dem Ding dann gleich nicht stören. Ich werde einfach versuchen, den gekonnt zu ignorieren. Habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gerade gedacht. So, okay, wollen wir mal gucken. Also, Werder Bremen jetzt hier dann in den grünen, weißen Trikots spielen zu Hause. Also im Weserstadion, wir in den roten Auswärtsdresses. Hier, klar, beim Warmmachen auch ab, natürlich mit am Start. Jetzt dann nächstes Jahr auch in Rot spielend beim FC Bayern München. Und dann kann es tatsächlich auch schon losgehen im Paddelbötchen der Bundesliga. Im Weserstadion. Ja, Freunde, Spieltag 26. Bremen gegen Hamburg, Freunde. Und ja, wo stehen momentan die Bremer, Monami? Ah, Platz 5 oder 6 war es, glaube ich, ne? Richtig, genau. Platz 5, um genau zu sein. Also 36 Punkte momentan auf dem Tableau. Ich denke, sie werden gleich wahrscheinlich auch mal die Tabelle einblenden. Würde mich zumindest wundern, wenn sie es nicht nochmal täten. Denn tatsächlich, also wieder beide Mannschaften sehr weit oben zu finden. Ach, das wäre herrlich, wenn wir das tatsächlich auch mal öfter so sehen würden. Nee, stattdessen wird die Offensivstatistik eingeblendet. Ich habe weiterhin treffsicherste Mannschaft, 62 Tore geschossen. Aber die Bayern rutschen jetzt langsam nach. Sind jetzt auch bald bei den 50 angelangt. Also mal gucken, auch in den letzten Wochen lief das ja nicht mehr ganz so rund für uns. Müssen mal schauen, dass wir das Ganze irgendwie wieder gerade gebogen bekommen. Denn, Freunde, tatsächlich, die Meisterschaft würde ich ja am liebsten noch mit euch irgendwie feiern wollen. Das wäre halt schon ziemlich geil, wenn wir das noch hinkriegen würden. So, einmal abklatschen jetzt hier, ne, auf ein faires Spiel. Gleich kommt natürlich dann die Hitze des Gefechts. Das kommt ja erst dann mit dem Anpfiff. Boah, und dann wollen wir mal sehen, was hier unsere Jungs mit der Raute obendrauf auf der Brust, was sie da so leisten können. Ja, Freunde, was erwartest du so grundsätzlich für ein Spiel? Wobei, warte mal ganz kurz, mal eben ganz kurz die Aufstellung von Bremen. Pavlenka dort im Tor, Viererkette Bauer, Marcelo, Skrittl und João Pedro. Davor Klaasen, Sahin und Gentner, mittlerweile von Stuttgart hier zu Bremen gewechselt. Und Eserik, Kruse und Rashica vorne drin im Sturm. Der LF wird mal ein paar Probleme bereiten, aber ansonsten klares 4-3. 4-3 mag ich zwar nicht, aber muss ich jetzt mit leben. Krieg gerade nicht anders. Ja, uns, wie gesagt, ne, hier absolut Top 11 heute aufgestellt. Ja, Jonas, also, was erwartest du heute vom Spiel? Ne? Derby-Atmosphäre, was meinst du, was geht da? Ja, klar, heute Derby-Atmosphäre, aber wir sind natürlich trotzdem heiß. Ne? Ein Punkt, der uns da noch aktuell auf die Bayern fehlt, vor dem Spieltag jetzt. Und natürlich ist nur Ziel, die Meisterschaft dann doch noch zu gewinnen. Ne? Wir waren ja bis vor kurzem noch Tabellenführer. Haben dann die Tabellenführung ja dann trotzdem jetzt vor, ich glaube, ein paar Spieltagen dann mittlerweile abgegeben. Und ja, Rennen dem Ganzen jetzt ein klein wenig hinterher, ne? Ja, genau, das ist richtig. Aber man fühlt sich so ein bisschen jetzt wie Dortmund, ne? Auch tatsächlich lange die Tabelle angeführt in der Saison, dann abgeben müssen. Ja, aber jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch das Comeback dann schaffen, uns das Ding wieder zurückholen. Erstmal Zinchenko haben ein bisschen weit vorgelegt hier tatsächlich. Skrittl setzt gut nach, Gentner. Skrittl, aber der Ball landet wieder bei Zinchenko. Ja, was ist dann also dein Tipp jetzt insgesamt für heute?
Boah, mein Tipp für heute. Ich denke mal, dass es uns vielleicht ganz gut getan hat, jetzt mal ein paar Wochen eine Pause zu haben. Und dass wir deswegen heute erstmal mit einem guten Sieg reinstarten werden. Vielleicht jetzt gleich mal Boah! mit Alp. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Starten direkt rein. Ich habe gerade nur gesehen, er hat tatsächlich noch diese dämliche Schusshöhe an. Die muss ich ja nochmal rausholen. Aber ja, Freunde, das geht tatsächlich gut und früh los. Jan wieder ab. Sechste Minute trifft zum 1-0. Frühe Führung im Derby. Ja, doch, tatsächlich. Hallo Meisterschaftskampf. Wir sind wieder da. Sehr gut gemacht. Unser Top-Stürmer trifft an der Stelle sehr eng. Oha. Glück gehabt, dass wir Klaasen da getunnelt haben. Dann am Ende Schuss zu stramm, um da das Pavlenka noch mal irgendwas ausrichten könnte. Also erfolgreicher Treffer hier für uns. Ja, und damit das 1-0. 25 Saisontor mittlerweile auch für Fiete. Ja, die 30 wird jetzt ein bisschen kritisch werden, wahrscheinlich noch bis zum Saisonende. Aber ja, doch könnte vielleicht in die 30er-Riege hineingehen. So, ich kümmere mich jetzt mal ganz kurz darum, dass die in dem hier Schusshöhe auskommt. So. Und dann, Freunde, kann es tatsächlich auch schon weitergehen. Ja, frühe Führung. Was möchte man mehr haben? Sah doch bis jetzt ganz gut aus. Scheint so, als könnte sich vielleicht auch heute bewahrheiten, was du gesagt hast, ne? Vielleicht so ein bisschen Pause, dass das mal ganz gut tat. Wir werden ja sehen. Jetzt erstmal ein Bambu hintenrum über Pollersbeck, der das Ding jetzt erstmal rausschiebt hinten. Bauer gewinnt das Kopfballduell. Weiter zu Klaasen, Kruse. Ja, jetzt natürlich die Bremer auch ein bisschen angestachelt, ne? Früher Rückstand zu Hause, den möchtest du halt auch nicht kassieren. Arnold verliert den Ball, kriegt ihn nicht festgemacht, um genau zu sein. Ball verlagert auf Rashica, der gegen Zinchenko aber hängen bleibt. Und jetzt Gressel, weitergeleitet auf Duda. Duda, oh, muss guter Druck da arbeiten, aber kriegt tatsächlich den Ball nicht, sondern die Bremer wieder mit Gentner unterwegs. Nuri Sahin auf rechts jetzt zusammen mit Rashica im Zusammenspiel. Der marschiert den Flügel lang, versucht es auch mal mit der Flanke, aber Papadopoulos klärt das Ding erstmal weg. Zweiter Anlauf. Wieder der Ball über Kruse. Rashica, Kruse, Klaasen. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Das ging zügig. Aber gut, dass Pollersbeck aufgepasst hat. Fängt den Ball ab. Gibt dementsprechend Ecke, die kurz ausgeführt wird von Rashica in den 16er hinein. Boah, und da war es Gentner da mit dem Rübe, der es sich tatsächlich fast geschafft hat, den Ausgleich zu erzielen. Gucken wir es mal rein. Hier, ihr habt tatsächlich setzt sich hier durch gegen André Duda. Ist ja ein paar Zentimeter auch größer. Und dann knapp über den Querbalken geht der Ball dementsprechend. Also bleibt es erstmal 1-0, aber die Bremer auch schon mal direkt mit einer Kampfansage hier. Weiter geht's mit Zinchenko und Jairo. Ja, der musste sich mehr mit dem Hintermann beschäftigen, als dass er den Ball da festmachen konnte. Dementsprechend also auch hier wieder die Bremer gleich im Ballbesitz gekommen. Machen also schon mal einen guten Job hier in den ersten paar Minütchen. Die frühe Führung haben sie anscheinend gut weggesteckt. Bambu muss jetzt erstmal wieder in höchster Not klären. Lang rausgeschlagen das Ding. Dementsprechend jetzt aber glücklicherweise ab. Das Kopfball gewonnen. Van de Beek und der Aufbau bei den Hamburgern. Jetzt über Gressel. Der versucht mal mit einem langen Ball, aber schön abgefangen von den Bremern. Zweiter Anlauf, jetzt über Van de Beek. Weitergeleitet zu Arnold. Arnold, ja, nochmal Richtung Duda. Oh Gott. Schade. Ah, schade, ja. André Duda kriegt den Ball tatsächlich voll Flinte, aber leider auf dem schwächeren rechten Fuß. Und das merkt man an dieser Stelle dann. Ich meine, das wäre der rechte, ne? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Das interessiert mich jetzt ja doch schon. Ach nee, war der Rechte doch der Starke. Upsi. Was habe ich denn dann für einen Bockmist gerade gebaut? Ja, egal. Also, Freunde. Schade, immerhin. Bisschen Schieflage geraten, der gute André da. Aber kann man nichts machen. Weiter geht's. Bleibt also erstmal beim 1-0 Zwischenstand. Weiter geht's nämlich jetzt auch mit Gentner. Kruse, der sich jetzt als falsche 9 so ein bisschen fallen lässt. Weitergespielt auf Gentner. Der wird das früh angegangen. João Pedro, aber die Bremer bleiben cool, haben weiterhin den Ball. Klaasen. Ball ist bei Kruse, der schneller als Gressel war es, der ist, glaube ich, gewesen. Weitergeleitet auf Eriksen, der jetzt im Zweikampf gegen Maximovic. Maximovic setzt sich gut durch, holt den Ball und nächste Konter. Umschaltmöglichkeit jetzt hier für den Hamburger Sportverein über Arnold. Ah, ein bisschen zu schnell, zu viel Dampf gemacht. Schön dazwischen gegangen von den Bremeranern. Weiter geht's jetzt mit Maxi Kruse, der jetzt hier unterwegs ist. Ein weiterspielt. Klaasen, Eriksen. Phew, Pollersbeck. Ja, Freunde, höchste Konzentration ist ja angesagt. Nächster Eckball, wieder kurz ausgeführt, wieder Rashica, wieder direkt den Ball und da ist das Tor! Da ist das Tor! 23. Minute, zweite Ecke, wieder kurz ausgeführt. Wie kommen da wieder nicht dran? Die Herren in Grün-Weiß schalten zu schnell da für uns bei dem Eckball. Gut gespielte Flanke. Dann der Kopfball von Klaasen. Sauer gemacht, schön eingenickt. Der Ausgleichstreffer ist also da. Ein Standard hat es gerichtet. Schöner Ball auf den ersten Pfosten. Pollersbeck im Kasten. Und Mbambu, die sehen da beide nicht gut aus. Oh. Ein Rotzding von Tor, ey. Himmel. Wird sogar als Eigentor gewertet. Tatsache.
Also, Eigentor, 24 Minuten gespielt, Pollersbeck, der den Ball hinter die eigene Linie boxiert, dementsprechend kein Tor für Klaasen und direkt wieder der Ballverlust hier. Oh, die Hamburger, na, jetzt fallen wir so ein bisschen in alte Muster zurück, das wollte ich eigentlich gerade vermeiden. Jetzt aber gut gemacht von Donny, holt den Ball zurück, Ball jetzt bei Fiete, weitergeleitet zu Donny, der zu Jairo, wieder Donny van de Beek unterwegs, van de Beek, rübergespielt für Gressel! Und die direkte Antwort. Ja, so viel zum Thema altes Muster, ne? Ah. So schnell, meine Freunde, kann es gehen. Ja, Tatsache. 26 Minuten, 2:1 für Hamburg. Direkt die Antwort, schön gespielt. Donny rübergespielt in den freien Raum für Gressel. Der sucht den Direktabschluss. Flenker im Kasten, ohne große Chance. Guter Schuss tatsächlich auch, aber aus naher Distanz. Ja, wenig zu machen für den Keeper. Sehr gute Arbeit. Gressel, ganz, ganz wichtiges Ding, Freunde. Und das scheint doch ein Derby zu werden mit einer ordentlichen Packung Spannung. Sechstes Tor derweil für Julian Gressel. Also 2:1 nach 26 Minuten. Langweilig ist es hier nicht. Nö, auf keinen Fall. Auch wenn bisher halt alle Tore von Hamburg gemacht wurden, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Aber auch ein wenig ungünstig, so wie das jetzt hier verlaufen ist. Naja, weiter geht's. Jetzt wollen tatsächlich mal die Bremer sich anschicken und ihr erstes richtiges Tor schießen. Aber Mbambu dazwischen holt sich das Ball zurück. Weiter geht's, Pollersbeck auf Arnold mit viel Gefühl. Donny rüber zu Jairo Samperio, der im 1 gegen 1 sich gut durchsetzt. Aber Jairo Pedro, ja, ist auch ein sehr flinker Außenbahnspieler. Tatsächlich einer der flinkesten seiner Gattung. Und dementsprechend holt er sich den Ball da locker wieder zurück. Hat also ein enormes Tempo drauf. Hat der Bremer Genosse hier doch den einen oder anderen guten Transfer getätigt. Weiter geht's mit Gentner. Klaasen, wieder Gentner. Jetzt ist gefährlich. Papadopoulos, kommt er noch ran? Nein, kommt er nicht. Und Klaasen ist da. Klaasen wieder mit dem Ausgleich. 32. Minute, Freunde. Und hier geht's ja drunter und drüber im Weserstadion. 2:2, 32 Minuten gespielt. Und ja, ich weiß nicht. Hier, ja, da sind wir vielleicht mit Maximus zu viel rausgegangen. Dann Papadopoulos schön stehen gelassen worden von Klaasen hier. Lässt aber doch schön stehen. Nimmt sich die Zeit für den Abschluss, setzt das Ding rein und ja, Pollersbeck schaut auch nur hinterher, Freunde. Also, Himmel. Nee, glücklich, Freunde, bin ich damit aktuell nicht gewesen. Das war ungünstiges Gegentor. Fünftes Tor, jetzt Davy Klaasen übrigens jetzt mit der ersten richtigen Butze, Freunde, ja durch Pollersbeck den Treffer aberkannt bekommen. Jetzt also wieder zurück. Und jetzt apropos zurück, sind auch die Fans wieder da. Himmel, also laut ist das hier im Stadion, kann man sich nicht beschweren. Jetzt geht's weiter, aber Jairo möchte noch hier mal wissen, was Sache ist. Auf Ab, rübergespielt, Richtung Gressel, Abseits. Verdammte Axt, das wäre jetzt das fünfte Tor innerhalb von einer knappen halben Stunde gewesen. Gucken wir mal drauf, Ab, rübergespielt zu Gressel. Gerade so, schade. Ja, aber richtig entschieden vom Schiedsrichter gespannt, war Abseits, kann man nichts machen. Shit, das wäre wieder die schnelle Antwort gewesen. So, jetzt also wieder die Bremer im Ballbesitz über Rashica. Jetzt auf dem Flügel Rashica gegen Jairo, spielt direkt den Ball in die Mitte. Kein Problem für Pollersbeck, der jetzt auch endlich mal einen vernünftigen Ball halten darf. Ohne sich ins eigene Netz zu legen. Weiter geht's mit Zinchenko, Jairo, Arnold. Ja, gutes Passspiel jetzt hier bei den Hamburgern. Nochmal wieder Arnold auf Ab. Ja, das war aber schlecht. Da hätte nicht zu Ab gehen dürfen. So, also wieder der Ball bei den Bremern. Ja, und die jetzt wieder mit dem nächsten Konteransatz. Wieder über Rashica. Rashica, er läuft jetzt auf der Außenbahn. Läuft dem Schenko weg. Rashica mit der Flanke. Und Mbambu. Ganz wichtig, dass er dazwischen ist. Langer Schlag nach draußen. Ab holt sich den Kopfball. Aber der zweite Ball immer noch bei den Bremern. Die jetzt kommen mit Kruse, mit Gentner. Rübergelegt nochmal zu Rashica. Rashica, nächste Flanke, wieder auf dem zweiten Pfosten, wieder ein Bambu dazwischen. Gut, dass der Mann so groß ist. Herr im Himmel. So, jetzt Gressel. Nächste Aktion, jetzt gleich für Hamburger möglich. Ball bei Zinchenko. Der versucht, Jairo zu schicken, aber ich befürchte, yep, das war wieder abseits, da Jairo zu früh gestartet. Dementsprechend, ja, klares Abseits. Weiter geht's. So, ein paar Minütchen sind jetzt tatsächlich noch zu gehen bis zur Halbzeit. Also für ein, zwei Aktionen könnte es noch reichen. Der Ball landet glücklicherweise erstmal wieder bei Arnold. Der jetzt auf Van de Beek. Donny jetzt unterwegs. Schickt links nochmal Jairo auf die Reise. Jairo nochmal mit der Flanke. Den 16er Marcelo abgewehrt. Zweiter Ball jetzt bei Irishi. Der wiederum jetzt im Bambu im Duell ist. Ja, behält den Ball, behält die Oberhand. Duda, Einwurf, Bremen.
Ja, das ist alles natürlich unter den skeptischen Augen von Trainer Adam Ahrenfeld. Sieht auch, dass es langsam anfängt zu regnen tatsächlich. Was natürlich dann das spielerische Geläuf nicht besser machen wird, was dann auch dir dem Bremern wahrscheinlich eher entgegenkommt als uns. Erik Schie, Kruse. Weiter geht's. Nachspielzeit läuft jetzt auch schon. Bauer, gut gestoppt von Gressel. Wichtig, dass er da ist. Maximovic jetzt noch mit einem riskanten Ball. Ja, kommt nicht an, aber musste man spielen, sonst ist nämlich auch gleich Halbzeit, Freunde. Das hilft tatsächlich dann keinen weiter. Dementsprechend müssen wir jetzt das Tempo tatsächlich relativ schnell hochhalten. Van de Beek nochmal rübergespielt auf Jairo. Jairo ist schon im 16er drin. Jairo nochmal Van de Beek. Oh, schade. Shit. Schade. Da ist der Halbzeitpfiff. Da ist jetzt unten raus noch ein bisschen die Zeit weggelaufen. So, also der Halbzeit mittlerweile jetzt auch, ja, fängt es gut an zu regnen. Norddeutsches Wetter beginnt jetzt hier. Ja, 2:2 ist Halbzeit. Jonas, dein Eindruck aus den ersten 45 Minuten? Ja, ich würde mal sagen, ein sehr unterhaltsames Spiel, ne? 2:2 nach 45 Minuten. Ja, ich meine, es muss noch besser werden, ne? 2:2, es war ja nicht so ganz unser Ziel heute. Jetzt haben wir auch gerade die Halbzeitergebnisse immer übersprungen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Bayern. Achso, ja, die spielen waren anders. Also die spielen jetzt, glaube ich, wir spielen am Samstag und die spielen am Sonntag. Gut. Ja, ansonsten natürlich, wenn wir uns mal erstmal anschauen, Ballbesitz tatsächlich doch relativ deutlich von Seiten da Bremer. Mhm. Aber ansonsten, also trotzdem sonst natürlich ein doch sehr hochklassiges Spiel, würde ich sagen. Ja, definitiv kann man nicht leugnen, auch Chancenwertung ziemlich gut. Also 3 Schüsse, 2 davon bei uns im Tor, bei den Bremern 5 Schüsse, 2 davon im Tor. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Naja, müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir jetzt irgendwie in der zweiten Halbzeit jetzt irgendwie so ein bisschen das Oberwasser finden. Vor allem, wenn wir nochmal in Führung gehen sollten, halt jetzt wirklich dann das Ding ein bisschen länger verteilt kriegen als 2,5 Minuten. Das wäre tatsächlich wirklich mal wichtig. So, wollen wir mal gucken, aber ob wir es überhaupt hinbekommen, jetzt in Halbzeit 2 nochmal in Führung zu gehen. Vielleicht geht das tatsächlich jetzt schon über Fiete. Fiete Pavlenka. Schade. Gute erste Aktion, direkt wieder, also zweite Halbzeit scheint genauso stürmisch zu werden, wie die erste es war, wie die erste geendet ist. Mal gucken, Freunde. Weiter geht es jetzt erstmal mit dem Eckball Richtung Maximovic, der, Ecke ein bisschen sehr weit rausgetragen. Kommt dementsprechend nicht passend ran. Jairo, Papadopoulos, Maximovic, Duda, weitergeleitet auf Fiete. Fiete mit dem nächsten Abschluss! Jawohl! Und ja, da ist wieder die Führung. 3:2, Freunde. Doppelpack Fiete. Ganz, ganz wichtiges Tor. Und da ist sie wieder, die Führung. Und jetzt, Freunde, müssen wir das machen, was ich gesagt habe. Jetzt muss das kommen, was Real Ahrenfeld seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt muss diese Führung ein bisschen länger halten. Weil nochmal so schnell wie der Ausgleich, Freunde, das verträgt kein Hamburger Herz. Das geht nicht. Auch hier wieder getunnelt. Himmel. Also ein paar Kästen Bier können die schon ausgeben gehen, die Spieler, ihren Mannschaftskollegen dort. Gut unterwegs. Naja, auf jeden Fall, uns freut's, natürlich, klare Sache, auch ihn freut's, jo, natürlich, zeigt auch mal nach draußen, der Trainer hat's gewusst, er weiß Bescheid. 26. Saisontreffer, jetzt muss tatsächlich hinten ein wenig besser dicht gemacht werden. So, wollen wir mal gucken, weiter geht's. Gentner, Kruse, Klaasen, wieder Kruse. Ah, Arnold holt sich schon mal den Ball, so ist gut, das war schon mal der erste Schritt zur Besserung. Van de Beek, jetzt vielleicht mal ein bisschen den Ball halten, das ist jetzt so vielleicht die Entscheidung jetzt hier. Na, im Bambu, weiter geht's. Der jetzt im Rückraum nochmal zu Fiete. Gut gemacht. Fiete zu Donny. Donny rüber zu Duda. Den Mann und seine Abschlüsse. Den müssen ja, wir. Ja, ich glaube, ihn schießen zu lassen, ja, muss es. Er ist halt mehr Kategorie Vorbereiter als Abschlusskünstler. Naja, weiter geht's. Abstoß. Klaasen. Weitergeleitet nach vorne, aber sofort Papadopoulos dazwischen. Doch, der Wille, der Ehrgeiz, der stimmt jetzt. Weiter geht's. Mit Ab. Weiter. Rübergespielt. Auf Julian Gressel. Gressel nochmal. Nächster Abschluss. Pavlenka. Stark gemacht. Jiří Pavlenka hält auch diesen Ball und damit seine Bremer weiter im Spiel. Und jetzt tatsächlich die Möglichkeit, für die Bremer mal anzuschieben. Über Gentner. Rashica. Wieder Gentner. Hintenrum nochmal. Nuri Sahin. Aber Arnold mit dem Fuß dazwischen. Wichtig. Kriegt's mit dem Ball. Jetzt Gressel. Auf Dor, du da, Himmel. Den Ball kann man auch mal annehmen, wenn man ehrlich ist. Nee, geht tatsächlich dann durch die Füße, durch die Beine. Das darf dann nicht passieren. So, weiter geht es auf den linken Flügel, aber am Bambu. Starkes Spiel heute von ihm, holt sich da wieder den Ball. Also, der Erik Schie, der sieht tatsächlich auf der Seite echt kein Land bislang. Weiter geht's, Gressel, du da. Nochmal hintenrum über Arnold. Der jetzt mit dem riskanteren Ball, ab, du da. Ah, machen wir aber gut tatsächlich.
Gressel, oh, stark gespielt. Jetzt André Duda. Duda Richtung Tor unterwegs. Aber der braucht einen Mann, der stehen bleibt. Hier, Fiete, bleibt doch mal stehen, Mensch. Ah, schade. Nur hinter Torpfosten getroffen. Aber der hätte früher stehen bleiben müssen. So, also erst im zweiten Anlauf. Dann wurde der Platz knapp. So, also hinter Torpfosten getroffen. So, und 60 Minuten Zeit für den ersten Wechsel auf Bremer Seiten. Und wir werden mal ganz kurz in die Wechseloption hineinblicken gehen. Und stellen fest, tatsächlich, unser guter Fiete ist ein bisschen platt auf der anderen Seite. Aber Bobby Wood hat jetzt auch nicht so viel im Köcher. Genau, da hat er relativ wenig noch irgendwas im Köcher. Ich hasse englische Wochen. Ach, echt? Ist das so? Also, ich glaube, Bobby können wir tatsächlich noch mal bringen. Das geht, ja. Also, das ist in Ordnung. Und ich denke auch, Schneider kann man noch mal bringen. Da möchte ich noch ein paar Minütchen warten und am Flügel dann noch Zickler. Aber dann sind auch wirklich die Optionen so ziemlich erschöpft. Und das ist auch nicht hundertprozentig prickelnd. Naja, okay, aber jetzt erstmal schon mal einen neuen Stürmer mit Bobby Wood, der nach vorne jetzt dementsprechend Druck machen soll, anlaufen soll. Fiete hat seinen Job heute gemacht. Zwei Tore geschossen, mehr verlange ich nicht. Johansson auf der anderen Seite kommt jetzt für Kruse rein in die Partie. Soll also doch nochmal einen frischen Schwung bringen, nochmal einen frischen Stürmer, nochmal einen Stoßstürmer vor allem, der jetzt also dann klar für die Bälle dann zuständig ist. So, weiter geht's jetzt. Die Bremer kommen mit genau diesem Johansson weiter auf Erik Schi, der wieder aber aufgehalten wird von einem Bambu. Stark gemacht. Marcelo, Bauer, Klaasen. Wieder im Bambu, immer wieder im Bambu, Freunde. Der macht heute einen echt guten Job. Maximovic. Neuaufbau jetzt dann über rechte Seite. Duda. Van de Beek. Wood. Arnold. Papadopoulos. Ja, Zeit wieder ein bisschen Lücke zu suchen im Mittelfeld, dass wir so ein bisschen in die gegnerische Hälfte hineinkommen. Jetzt vielleicht mal mit André Duda. Ja, schade, Pass kommt nicht an. Van de Beek kommt auch nicht dran. Dementsprechend Rashica. Jetzt auf dem Flügel, wieder auf dem Gegenmarsch, aber erlaubt sie jetzt hier einen dicken Bock, spielt uns den Ball direkt in die Füße, da sage ich nicht nein. Gressel weitergeleitet auf Bobby Wood, der kommt jetzt tatsächlich auch an den Ball ran. Wood nochmal rübergespielt in die Mitte, oh, Gressel bleibt doch bitte stehen, dass die immer so weit rennen müssen, ne? Himmel, Gressel weitergeleitet auf Bobby Wood, Wood jetzt nochmal, ha, kommt nicht durch. Nächster Anlauf, wieder über Gressel, Gressel Richtung Donny, ah. Ja, war schwierig zu nehmen, das Ding. Muss ich zugeben. Dementsprechend der Abschluss tatsächlich nicht mehr entscheidende Qualität. Aber weiterhin 3-2 für uns, Freunde. Und das ist das Wichtige. Jetzt nochmal Butt wieder mit einer wichtigen Balleroberung. Also sein Wechsel hat sich schon mal direkt gelohnt. Weiter geht's mit Gressel rüber Richtung Duda. Starker Ball. Kommt auch noch an. Duda jetzt nochmal. Ah, mit einer Idee. Wird aber gelegt. Und dementsprechend jetzt die Möglichkeit für die Bremer zu umschalten. Wenn wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier uns keinen Konter fressen. Johansson auf dem Flügel gegen Arnold hat tatsächlich einen extremen Vorsprung. Oh, Arnold. Stark. Genauso muss man sich reinbeißen. Gut gemacht. Gressel jetzt als flexibler Sechser gerade unterwegs. Übernimmt dann jetzt den Spielaufbau dafür. Jairo. Donny. Übergespielt zu Wood. Duda. Wieder auf Gressel. Wieder Duda. Weiter gleich zu Wood, der jetzt links außen nochmal Zinchenko mitnimmt. Ah, Zinchenko, gestellt von Rashica, gibt nochmal den Einwurf und für uns nochmal die Gelegenheit zum Wechseln. So, Schlussviertelstunde. Was sagst du? Was muss jetzt passieren? Was muss jetzt passieren? Also ich denke, wird sie natürlich keinen mehr fangen. Das wäre jetzt wirklich tödlich. Ja, also absolut, Freunde. 3-2 Führung. Also ich sehe jetzt aktuell in den letzten Minuten nicht mehr so ganz das große Potenzial, dass wir jetzt dann noch ein Tor schießen, ehrlich gesagt. Ja, also wäre wirklich cool, wenn wir es tatsächlich schaffen, ihm vom Platz zu gehen mit einem Sieg. Dafür jetzt auch mal zwei frische Kräfte drin im Mittelfeld, die Strippen nochmal neu ziehen sollen. Unter anderem er hier, Zickler, aber gleich mit dem ersten Ballkontakt, ein Ballverlust, das war jetzt natürlich nicht sehr suboptimal. Und Rashica geht vorbei an Schneider, oh Gott, Rashica, Himmel hat den Tempo drauf. Rashica läuft und läuft und läuft, bringt tatsächlich die Flanke, aber ins absolute Nirvana. Das passiert, wenn du tatsächlich so viel läufst und dann doch platt bist, dann fehlt am Ende ein bisschen die Übersicht, dann siehst du das nicht mehr, dass deine Teammates da nicht mehr mithalten konnten. Und dementsprechend also der Ball bei den Hamburgern. Jetzt läuft er wieder über Duda. Oh, Gressel, da läufst du aber auch weit weg. Das war jetzt eher suboptimal, aber Duda setzt nach, holt sich den Ball zurück und genau so muss das sein. Weiter geht's mit Gressel, der jetzt versucht nochmal Bobby Wood ins Spiel zu bringen, aber der konnte sich nicht so ganz für eine Seite entscheiden, wo er durch sollte. Dementsprechend Einwurf. Bambu. Gressel. Arnold. Nochmal Richtung Schneider. Emil Schneider nochmal unterwegs. Ah, schade. Kriegt den Ball nicht nochmal weitergespielt. Nächster Einwurf, aber diesmal für die Bremer Seite. Die könnten das jetzt schnell ausführen. Machen sie auch. Ja, sehr gut gelöst. Kriegen unser Pressing schnell überspielt. Wolze, Marcelo.
So, 10 Minuten sind jetzt noch zu gehen, Freunde. Die müssen wir jetzt noch durchhalten. Und Florian Kainz, der ist jetzt frisch in der Partie drinne, aber kriegt den Ball nicht mehr gestoppt. Ein bisschen zu weit geraten, der Pass. Und dementsprechend wieder Ball für die Herren in den roten Trikots. Zinchenko. Arnold. Oh, wieder gut zugelaufen hier von Johansen. Das war schlecht, Freunde. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Kainz jetzt nochmal. Wolze. Auch frisch reingekommen mittlerweile in die Partie. Nochmal auf Johansen. Klaasen mit dabei. Ah, versucht den Steckpass. Aber auch da kommt keiner seiner Leute ran. Zu lang. Phew. Jetzt natürlich konzentriert und ruhig bleiben. Ah, oh, shit. Kainz nochmal. Oh. Gut, dass der Rasen nassig und glitschig ist. Puh. Aber man sieht also schon, guck mal, wie die Bremer hier anlaufen, Freunde. Das ist jetzt schon was ganz anderes. Also sich da jetzt auch raus zu kombinieren, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger für uns. Jetzt mal ein Bambu, vielleicht mit einem hohen Ball. Genau mal so die Pressing rein hier überspielen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Arnold, sehr gut, weitergeleitet auf Duda. Duda jetzt nimmt nochmal Schneider mit. Oh, aber Schneider wird auch schon wieder sehr früh angegangen. Skrittel, und da fehlt ihm natürlich die körperliche Präsenz so ein bisschen. Die hat natürlich im Van de Beek ein bisschen mehr gehabt als er. Na, nochmal das V-Spiel. Gibt noch einen Freistoß. Gentner führt das Ding auch schnell aus. Natürlich, dem Bremen läuft jetzt auch so ein bisschen die Zeit weg. Johansen nochmal rübergespielt auf Davy Klaasen. Der jetzt nochmal auf den Flügel zu Wolze. Nochmal Richtung Kainz. Nochmal hinten rum. Johansen. Klaasen, Wolze. Kainz. Johansen, nächster Ball ins Zentrum. Wieder Pollersbeck da. Ja, jetzt die Strafraumbeherrschung ist gut, Freunde. So, viel Zeit bleibt jetzt wirklich nicht mehr. Wir gehen ja gleich schon auf die 90 zu. Der Assistent kommt gleich mit der Nachspielzeit um die Ecke. Da haben wir sie. 3 Minuten gibt es oben drauf. Nochmal Ball bei Arnold. Nochmal Richtung Wood. Der nimmt nochmal Duda mit. Duda jetzt rechts raus auf Gressel. Das ist wichtig, dass wir uns jetzt tatsächlich hier mal ein bisschen positionieren können. Ein bisschen Ball festmachen. Nochmal hinten auf den Bambu. Der jetzt nochmal Richtung Gressel. Duda. So ist gut, Freunde. Spielt das jetzt Richtung Zentrum und die Zeit runter. Richtung Arnold. Ah. Schade. Aber immerhin nochmal ein Abschluss. So, langer Schlag nach vorne, natürlich. Jetzt soll noch mal die Befreiung gelingen. Johansen noch mal Richtung Gentner, Freunde. Das war's! Puh! 3:2 am Ende. Jonas, du darfst. Ja, dann haben wir dann doch noch in der zweiten Hälfte das entscheidende Tor geschossen und haben dann die doch knappe Führung über die Zeit retten können. Gerade in den letzten Minuten haben wir dann gesehen, wie doch auch wieder Bremen mehr Druck gemacht hat und sie sitzen trotzdem in den letzten Spielminuten immer weniger gelungen, weniger Chancen so tatsächlich gehabt, weniger, wo ich sage, das war was Hochprozentiges gewesen. Es ist gut, dass wir es halt wirklich so retten konnten. Ja, genau, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen gehabt, dass es das jetzt auch unser größtes Ziel dann sein sollte, ne, als du gewechselt hast. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich am Ende haben wir das ganze Ding festgemacht, haben hinten auch jetzt gerade, also 5 Schüsse waren es in der ersten Halbzeit, 5 sind es auch in der zweiten Halbzeit geblieben, also konnten tatsächlich große Abschlüsse Hicks auf unser Tor verhindern. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Man auf dem Match Fiete geworden. Und da schreibe ich so, wenn man Bambu vielleicht noch mit dazu zählt. Das waren so die entscheidenden Figuren für mich heute. Arp und Gressen mit den Toren. Torvorlage kam heute von Jairo, Donny und Duda. Also das gesamte Mittelfeld mal wieder beteiligt gewesen. Ja, und wie gesagt, also Bambu da vorne, 6 Zweikämpfe geführt. Der war auf jeden Fall also dort sehr, sehr stark unterwegs. Muss man auch mal loben. Ja, Freunde, damit haben wir tatsächlich den Sieg uns geholt. Und wir sehen doch, Entschuldige, die Bayern haben heute doch gespielt, sehe ich gerade, gegen Leipzig. Und natürlich 1-0 gewonnen, Freunde. Das wäre auch zu schön gewesen. So, was haben wir hier noch? Nationalmannschaft abgestellte Spieler. Bambu spielt nochmal für die Schweiz. Haben demnächst noch Länderspielpause, die letzte, um genau zu sein, in dieser Saison. Ja, und hier sehen wir es dann ganz nochmal. Also, Freunde, dann wird es mal Zeit für den Spieltag. Und wir beginnen dort, glaube ich, am 15. Nee, 17. 17. beginnen wir doch tatsächlich. Also, stimmt, englische Woche, natürlich beginnen wir am 17. Oh. Ja, wir beginnen nämlich mit dem Bremen-HSV-Spiel, wie eben gesehen, also wir gewinnen 3:2 gegen die Werderaner. Dann haben wir 2-mal unentschieden, 1:1, Schalke gegen Frankfurt, unseren nächsten Gegner im Übrigen. Gladbach gegen Mainz ebenso 1:1, Bayern knapp 1:0 zu Hause gegen RB Leipzig, auswärts gegen RB Leipzig. Dann noch Siege für Stuttgart und Hannover, jeweils gegen Augsburg und Wolfsburg. Dann haben wir hier noch Nürnberg, die unterliegen 0:1 der TSG, also keine Punkte für Nürnberg. Die Leverkusen hat derweil die Mannschaft der Rückrunde jetzt mit einem Unentschieden mal endlich gefühlt gestoppt worden nach Tausenden von Siegen am Stück. Also 2:2 unentschieden gegen die Hertha und die Kölner Mitaufsteiger gewinnen 2:1 zu Hause gegen Borussia Dortmund. So, Blick auf Tabelle. Vorne hat sich natürlich nichts geändert. Bayern hat gewonnen, wir haben gewonnen. Keine Blöße haben sich die Mannschaften gegeben. Dementsprechend also weiterhin, ja, die Bayern vorne, aber eben auch nur ein Punkt. Dann hinter uns jetzt also Leverkusen
auf Platz 3 die Mannschaft der Rückrunde, also hochmarschiert auf Platz 3. Mal gucken, ob sie es schaffen, das Ding jetzt fest zu festigen. Dann haben wir die Hoffenheimer auf 4, Schalke 5, Stuttgart 6 und dann ab Platz 7 dann unser Gegner hier mit den Werder Bremern auf Platz 7, also 36 Punkte, noch knapp im internationalen Geschäft vorbei. Aber Freunde, Geschichte ist natürlich noch längst nicht gegessen. Dann guck mal, wie eng das einfach um dieses internationale Geschäft ist. Also das ist ja echt die Hölle. Gladbach auf 8, Köln auf 9, 10. dann Mainz, 11. Wolfsburg, 12. Dortmund, 13. Frankfurt. Erst bei Frankfurt hören dann die internationalen Plätze quasi auf. Also hier haben wir 34 und hier oben, ja sag mal, na gut, Champions League ist halt ein bisschen weit gegriffen für die da unten, aber internationales Geschäft ist noch locker drin. Platz 13 bis Platz 5, das ist nicht viel, das sind 3 Punkte. Also Liga eng wie selten, Freunde. Ja, und das auch noch in der jetzt der kommenden entscheidenden Phase. Jetzt wird sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen da hinten. Ja, dann wollen wir mal gucken. Dann geht's weiter Richtung Abstiegskampf. Dort also die Hatana, weiterhin können sie noch ganz gut raushalten. 5 Punkte sind's da jetzt auf die entscheidenden Plätze. Hannover dann auf Platz 15 mit 27 Punkten. Leipzig nach der Niederlage bleibt auf Platz 16 mit 24 Punkten. Ebenfalls 24 Punkte. Die Augsburger haben auch keinen Punkt holen können. Und auch die Nürnberger sind ohne Punkt geblieben. Das heißt, ganz unten hat sich nichts verändert. Weiterhin also FCA und Nürnberg mit der roten akuten Lampe und die ja hellrote Lampe, die mit der noch Hoffnung liegt momentan bei RB Leipzig. Gut, Freunde, damit haben wir es dann tatsächlich aber auch für heute. Dementsprechend würde ich sagen, ja, Jonas, hast du noch irgendwas zu melden? Nee, aber also, ja. Gut, dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao. Tschüss.